Nee. Okay. Was möchtest du, Pusteblumen? Machen wir hier vorne einen Teppich. Hey. Ach, die anderen sind alle schon wirklich. Ach nee, das sind andere. Das ist klar. Ja, da hat sich den Stift wieder auf. So, dann mal gucken, was daraus jetzt geworden ist. Ah. Ja, ja. Das sieht so mega aus. Ich kann es nur noch mal betonen. Richtig, richtig schön. Richtig mega. So. Noch ein paar Pusteblümchen hier. Noch einen ganz großen hier. Guck mal hier, Pusteblümchen. Siehst du? Ja. Oh. Oh, ich hänge glaube ich schon in meinem PC drin. Oh, wie schön. So. Gucken wir mal, was die anderen machen. Das waren unsere blauen. Die sind jetzt hier hell geworden. Auch sehr nett. Und Äpfel sind die mit dem Apfel. Ja, Äpfel. Ja, Äpfel. Ganz dicke. Guten Hunger. Ah, wie schön. So. Feuerchen. Oh, das ist jetzt sogar lila. Und nochmal ein Baum. Machen wir hier noch ein paar Bäume mit. Die anderen sind jetzt weggegangen. Also so viel darf man, glaube ich, dann nicht im Bild haben. Genau, rüstet du mal dein Apfel. So. Man steht auch wirklich hier irgendwie so, als ob man halt das Buch und den Zauberstab, nenne ich ihn mal. So. Ja, und hier nochmal so gelandet. Ah, die sind jetzt auch hier. Genial aus. Hi. So, was ist das? Wir können Sterne am Himmel malen. Oh, wie schön. Alter, Sternenhimmel jetzt. Oh. Auch noch ein paar. So. Was ist jetzt? Nur noch Sternchen. So, was machen wir jetzt? Was wollen wir machen? Wir noch ein paar Girlanden aufhängen, vielleicht. Oder noch ein paar Bäumchen. Wir noch ein paar Bäumchen. Oh, jetzt gehen die vorne alle weg. Ja, gut. Dann haben wir wieder Platz für was Neues. Genau, lauf mal da hinten hin. Ach, ist schön. Ach, das sieht echt so mega genial aus. Hallo. Möchtest du noch ein Feuer da hinten? Und du kriegst noch ein paar Äpfelchen. Ja. Ist der? Kannst du da hinten auch ein bisschen rösten? Geil. Hey, genial. So, noch ein bisschen Gras hier hin.
Haben wir jetzt alles so durch? Möchtest du da hinten noch was? Ah, jetzt sind die bläulich geworden. Auch schön. Auch schön. Richtig geil. Können wir die nach hier hinziehen? Guckt euch das an. Ah, was machen wir jetzt? Wir haben ja eigentlich alles. Ah, da kommt eine neue Skizze. Sehr gut. Das ist auch das Malbuch von dem Ash. So, und jetzt können wir können innen bauen. Ein paar Sternchen machen, dann gehen die Lichter an. Und jetzt können wir hier. Was können wir hier mitmachen? Wow. Ui. Oh, wie hell das ist. Oh, schade, es geht dann wieder weg. Ach, das sieht so schön aus einfach. Guckt euch das an. So, und was machen wir hier mal wieder in der Sonne, ne? Und machen wir mal richtig schön groß. Und schon haben wir wieder Tag. Aber ich muss einmal noch mal nicht, dass ich hier wirklich irgendwie ständig... Ne, alles noch ganz gut. Okay. Schön, schön. So. Sitz passt, wackelt und hat Luft. So, was haben wir jetzt noch hier? Was können wir hier mitmachen jetzt am Park? Einen schönen Regenbogen. Naja, schön ist anders. Ja, ist, den machen wir nochmal weg. So, den machen wir. Der war das, ne? So, den machen wir von hier hinten. Also so ganz rüber. Das sieht geil aus. Und die Sterne? Voll schön. So. Sternchen drumherum. Sonne haben wir ja schon. So, hier können wir wieder mal ein paar Girlanden aufhängen. So, da ist ein Eichhörnchen noch, ne? So. Und wieder noch ein paar Bäumchen. Ein grünes Bäumchen. Das haben wir ja hier schon alles. Hey, hey. Hey, hey. Oh, habe ich gar nicht umgeschaltet. Ach, da sind mehrere. Hier sind zwei. Da hinten sind auch noch zwei. Alles klar. Upsi. So, er möchte aber diese hier. Die hier. Und ein paar Sternchen drumherum. Hey. Ach, schön. Gefällt dir das? Noch mehr Sterne? Am Feuer, oder? Und noch ein paar Sternchen. Hey. Oh, das mag er. Und dann möchte er jetzt auch noch mal einen Regenbogen haben. Okay, dann ziehen wir den noch mal von da hinten. Hier ist es rüber. Und die kleinen Riesen. Naja, gut. Das findet er auch schön. Gut. Und jetzt möchte er doch wieder den Mond. Ja gut, dann malen wir den Mond. So. Das leuchtet alles so wunderschön. Möchtest du noch einen Apfel haben hier? Das hier nochmal haben? Okay. Und mal so ganz drin rum. Schön.
Und dafür kriegen wir wieder eine neue Stücke. Und was können wir jetzt hier machen? Auch wieder hier oben. Ja. Oh, wir müssen das mal hier so. Wir machen ganz viel Feuer da. Das sieht so mega aus. Silvester. Rot neu ist. Ich bin noch ein bisschen fast in die Farbe, aber so Hammer. Wow. Echt schön. Und schon wieder eine neue. Was können wir da noch machen? Gleich. Haben wir Binden? Hui. Und schon wieder eine neue Spitze. Jetzt habe ich ihn umgeblasen. Okay, da gucken wir mal. Machen wir gleich mal eine Pusteblume nochmal. Hier. Sind das die Pusteblumen? Und dann. Achso, da war Feuerwerk. Ich wollte das hier haben. So, das ist gut. Ich werde mal auch umpusten. Echt cool. Das sind echt schön. Also schon allein für diesen Modus sollte man sich das Spiel kaufen, ohne Mist. Größer. So, jetzt zeigt es mir sogar. Jetzt kann ich hier nochmal, wir machen nochmal ein Feuer. Und pusten wir dann. Hey. Wir haben jetzt da eine gelbe Blume. Wir können es immer weiter aufpusten. Schaut mal. So, richtig schön Feuer entfachen. Und schon haben wir wieder was Neues. Schmetterlinge. Überall Schmetterlinge. Wie geil ist das denn? Man fängt doch so ein bisschen irgendwie an zu tanzen. Ich kann besser gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das einfach nur wunderschön gemacht. Und ich muss es nochmal wirklich jedem empfehlen. Also das ist wirklich mit Abstand das Schönste. VR, ich meine, es ist ja kein Spiel in dem Sinne. Aber hier die allein diese Machart und die Umgebung und alles. So genial. So, und was macht der Kleine jetzt? Aber nicht. Okay. Ja, gut, die Stangen finde ich jetzt nicht ganz so. So, aber du wolltest ein bisschen Wind haben. Das ist schön, wenn man den Wind da durchgehen lässt. Ah, warte, Moment. Hier. Und dann nochmal bin ich durch.
haben da auch verschiedene, Moment, Beine. Wo ist er doch? Und jetzt nochmal. Sternchen noch hier. Oh, hui, 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 hui. Zum Feuerwerk. Okay, wir kleben nicht noch ein paar Bäumchen ran. Machen mit ihnen. Schmetterlinge, natürlich. Hier, guck. Da und da und da und da und hier. Überall. Und noch ein paar Sternchen. Mit ein paar Blümchen. Das muss ich ja wirklich sagen, finde ich schön mit denen. Ich dachte, die wären einfach nur so, ja, so Stämme. Ah, und jetzt bin ich wieder Energie. Wie so ein Lichtschwert. So. Aber was können wir jetzt machen? Einen ganz großen. Leuchtenden. Sonne. Müsste gleich wieder Tag werden. Obwohl, es bleibt weiter Nacht. Ist ja auch schön. Und jetzt hier sind die Cookies. Und jetzt die werden irgendwie so orange. Okay. Können wir beide Sonne und Mond jetzt machen? So, dann. Oh. Ich hab mal. Oh. Ich wollte noch ein bisschen weitermachen. Jetzt sind wir wieder zurück. Okay, das war's. Und wir haben den Schlüssel fürs freie Malen ergattert. Das heißt, wir können das alles jetzt nochmal
hier in 3D, das andere ist leider alles in 2D. Schade drum. Ich hoffe echt, da gibt es nochmal eine Erweiterung. Also das ist das, was wir halt jetzt gemacht haben. Also ich muss wirklich sagen, mega, mega genial. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich habe total die Orientierung. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder aus dem Bild rausgewandelt bin oder nicht. Aber das ist so mega, mega geil. Also wirklich, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ein wird nicht schlecht oder so. Also das Bild ist relativ klar, auch mit der Brille. Und allein die Möglichkeiten und hier mit Geräuschkulisse und Farbkulisse, das ist wow. Einfach nur wow, muss ich sagen.